Hallo Leute, willkommen bei einer weiteren Folge Die Gilde 3. Unser kleines Gangster-Imperium hat sich ja ganz gut entwickelt. Es ist mit acht Leute, die nichts zu tun haben. Jawohl, ja, selbstverständlich. Ah, voll drum. Ja, das geht schnell. Werte Dame. Alle auf Automatik. Gut. Nein. Dankeschön. Alle auf Automatik hier stellen. Wir waren noch dabei, hier unsere Leute zu verheiraten und zu zeugen. Irgendeine Gerichtsverhandlung. Hohe Viertel. Opfer. Angeklagter. Alissa. Was hast du denn da gemacht? Ja, aber scheint ja einigermaßen gut für uns auszugehen. Mit ein bisschen öffentlichem Tadel. Ist ja, glaube ich, ganz okay. Ansehen minus 15. Naja. Gibt, denke ich, Schlimmeres. Stört mich doch nicht. Ihr seht doch, dass ich mir gerade einen Becher Wein eingeschenkt habe. Ihr müsst mir einfach glauben, wenn ich sage, ich verstehe nicht, warum die als ohne was zu tun angezeigt werden. Jemand hat euch gelobt. Volker. Das kitzelt. Ja gut, los, die Kinderkiste, die... Ja, kriegen wir hier noch eine Xenia. Warum auch nicht? Ach ja, wir waren ja immer noch dabei. Aber die haben jetzt schon mal zwei Kinder. Hör doch mal auf, mich immer anzuklicken. Jetzt nicht, bitte. Machen wir daraus drei. Hier bin ich. Oh mein Gott. Ich bin zerstört. Wenn wir das machen, Werte Herr. Oh Mann, wir haben noch so viele, die wir verheiraten müssen. Haben wir irgendjemanden schon? Jawohl. Ja. Dann gibt immer Mühe. Wen haben wir hier? Es ist mir eine Freude. Du hast auch schon irgendjemand angefangen anzuflirten, okay. Du auch? Nein. Da musst du noch eine Romanze beginnen. Was haben wir denn hier? Unverrettet. Egal. Einfach hin. Dann sehen wir zu, dass wir die drei jetzt einmal verheiratet bekommen. Ich kann hier gerade unmöglich. Ja, sie kann eigentlich nach Hause gehen. Jemand möchte auch sich Abmachung mit euch treffen. Wir wollen ja eine riesige Dynastie. Also das heißt, wir brauchen alle viele Kinder. Ja, der erste ist ja auch schon mal gestorben hier wieder. Passiert ja auch immer wieder mal, dass der ein oder andere ein bisschen frühzeitiger von uns geht. Ja. Hier bin ich. Für Nachwuchs sorgen. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Okay. Ich bin zur Stelle. Hä? Oh Gott. Bin beschäftigt. Man wollte. Immer verstehe ich hier nicht erst. Jemand hat euch gelobt. Ich bin zur Stelle. Sie ist schwanger. Hier bin ich. Jetzt nicht. Ich kann gerade nicht. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Hier bin ich. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht, aber... Sicher. Ihr wünscht mich zu sprechen. Soll mir auch jetzt gerade wurscht sein. Was er wollte mal irgendeine Geliebte. Okay. Das geht schnell. Müssen wir mal hier, ist egal. Ich bin schon ganz schön groß. Ich bin gerade beschäftigt. Ich kann gerade. So, die beiden sind auf dem Weg nach Hause. Sicher. Ich. Warum auch nicht? Das geht schnell. Geld haben wir auch genügend. Ja. So. Für Nachwuchs sorgen geht ich nicht. Feierabend. Bin gerade verhindert. Warum nicht? Bist du nicht zu Hause? Doch. Bin doch zu Hause. Erstmal auf dem Weg nach Hause. Alles klar. Ja, ich hoffe, dass wir das hier relativ schnell. Oh mein Gott, hier haben wir ja noch viel mehr Hallo. Kinder, die wir alle versorgen müssen. Die können wir noch nicht versorgen. Ab 15, okay. Nun? Ja, probier mal dein Glück. Vielleicht hast du die abgeschleppt. Hier bin ich. So, kannst du jetzt Nachwuchs sorgen? Ich eile. Jawohl. Was gibt es? Ich kann hier gerade. So, jetzt mal auf dem Weg nach Hause. Und er hat immer noch keinen Partner. Das geht schnell. Oh, da fehlt nicht mehr viel, dann kann er. Lasst mal mich sie heiraten, wahrscheinlich. Mit dem ihr unserer Dynastie sie sind verheiratet, sind beide. Landstrich und darüber Hause hinaus hier bin ich. Schwanger, okay. Selbstverständlich. Ja, kannst du auch mal probieren. Ohne Fleiß kein Preis. Ist das nicht jemand, die er gerade probiert zu schleppen? Euch treffen. Jo, das ist die Grafenschreck, okay. Ja. Oh mein ich Gott. Ich bin zur Stelle.
Heiraten. Ihn? Jawohl. Ich bin gerade verhindert. Da fehlt noch ein Millimeterchen. Komm, probieren wir es nochmal so. Ja. Egal. Gut. Wir versuchen zu verheiraten. Ihm müssen wir jetzt einen anderen suchen. Das da vielleicht funktioniert. Ist mir eine große Freude. So, Pläne verlassen, dankeschön. Einmal nach Hause. Du hier genauso. Das geht schnell. Oh mein Gott, diese ganze Verheiratung und alles. Ja, Machungen, nein, wir heiraten sie so einfach aus der Dynastien hinaus. Hier bin egal, ich. Auf Feinde bin oder nichts machen. Ja, so. Ein Familienmitglied wird angegriffen. Jetzt geht nicht, irgendjemand wird hier wieder angegriffen. Sicher. Oh mein Gott. Wir sind hier ein bisschen wirklich im, mit dem Stadtgeisten. Natürlich die Helga wieder, wie immer. Ja. Können wir nichts machen? Urteilfindung. Ja, machen wir ruhig mal ein bisschen. Ich kann gerade nicht. Schlimmer ich hier kann auch. Ich kann gerade unmöglich weg. Ja, wen haben wir denn hier? Keinen mehr, okay. Ja, die Urteilsfindungen haben wir schon mal automatisiert. Ja, hier wieder diese 30.000 Nachrichten. Irgendwie bekommt man eindeutig zu viel hier. Man liest das sowieso nicht. So, Titel. Ihr habt. Haben wir nur ein bisschen zu wenig Ruf für, aber er kommt auch langsam. Ja, Edelmann. Angeblich kriegen wir ja dann Vetternwirtschaft. Ist mit Sicherheit interessant, hier dann alles zu bekommen. Aber hier in diesem Stadtsystem hier vielleicht noch mehrere Posten zu belegen. Warten wir mal ab. Ach ja, unsere Dynastien, unsere verheirateten Leute hier. Ihr seid zu Hause? Nein, noch nicht. Ihr seid zu Hause? Aha. Hat ihr ein Zuhause? Ja. Ah. Das funktioniert wunderbar. Was gibt es? Seid ihr auch zu Hause? Wird erledigt. Ach, sie schon. Naja, egal. Ein bisschen Spaß darf man ja auch schon mal haben. Bin beschäftigt. So, die sind auf dem Weg nach ich bin dort. Der Meister. Mein Gott. Das geht schnell. Ach, das ist ja wieder eigentlich falsch gewesen. Ja. Bestätigen. Egal, auf Feindschaften. Müssen wir mal warten, bis er 15 ist. Da hat irgendwas funktioniert. Wie sehen eigentlich unsere Gebäude aus? Müssen wir die mal wieder reparieren? Stimmt. Gott dem Allmächtigen. 10 verlassen, danke. Ja, mein Held. Nach Hause. Feierabend? Was ist du auch? So, jetzt mal eben zu Hause hier schauen, ob diese Gebäude jetzt. Beziehungsweise wir müssen eh die Gebäude reparieren, denke ich. Ne, hatten wir ja schon gemacht wohl. Ich hab ein paar Tage nicht gespielt, muss ich gestehen. Aber ich repariere lieber einmal zu viel als zu wenig. Neubauen ist bestimmt teurer und schlechter. Und das kostet ja gerade mal ein paar Pfennige. Etliche Leute, die nichts zu tun haben. Ich bin der Meister. Könnten wir auch mal schauen, ob wir die ganzen Kinder rausschicken können zum Spielen. Dann kriegen wir ja wenigstens Ruf. Für Bildung haben wir im Moment nicht die Kohle. Steine werfen. Geh raus spielen. Ich mag nicht. Ach nö. Ich mag nicht. Da sind ja schon mal einige, die man hier anklicken kann. War's das? Das war's. Ja gut, haben wir schon mit der ersten wieder beschäftigt. Wer ist denn noch unbeschäftigt? Hört mich doch nicht. Ihr seht doch, dass ich mir gerade. Ich eile. Dann geh doch mal nach da. Zum Beispiel sollten wir im Stammbaum gucken. Alle die. Ja. Die ist schwanger. Sicher. Das er geht kann schnell. Ja nicht rüberlaufen, hier arbeiten. Ihr werdet geachtet. Ich kann gerade nicht.
Oh mein Gott. Hier bin ich. Sie war schwanger, okay. Feierabend? Was ist das? Ihr wünscht mich sie auch. Hier? Dann kann er auch hier drüben arbeiten. Oder hier oben arbeiten gehen, ist eigentlich egal. Er hat noch hier irgendwo noch eins gebaut extra. Ja. Jawohl. Also hier kann auch einer arbeiten. Und hier unten. Alle automatisieren. Und die Produktion wurde unterbrochen. So. Dann müssen wir uns ja natürlich weiter fortpflanzen. Wir sind nicht ganz zu Hause, okay. Ich bin der Meister. Hier bin ich. Ich eile. Ja, geh nach Hause. Hier bin ich. Jawohl. Du genauso. Was ist? Sie ist schon zu Hause. Er fehlt irgendwo. So, erstmal am Arbeiten, okay. Und hier müssen wir auch noch weiter verheiraten. Also, das ist im Moment unsere Hauptbeschäftigung, glaube ich. Ist was? Hier die Leute einfach alle unter Dach und Fach zu bekommen. Sicher. Oh mein Gott, hier haben wir auch noch welche. Wird erledigt. Dann haben wir es aber bald geschafft, dann müssen wir also hier nur noch alle hier bin ich. Für Nachwuchs sorgen. Er ist noch nicht jetzt zu Hause. Er braucht noch einen Augenblick. Ich glaube, jetzt ist er da. Da haben wir unseren Stammbaum. Ich bin der Meister. Ich aber das hätten sie auch mal mehr automatisieren können, oder? Ich weiß nicht. Ich hab nichts irgendwie gemacht. Macht mich ja schwach hier. Oh, der hat sehr gute Stats eigentlich. Ja. Ja. Ah, das geht. Jetzt nicht, bitte. Wird erledigt. Das geht auch, wunderbar. Jetzt nicht, bitte. Sie ich bin ist gerade beschäftigt. Nicht schwanger. Das können wir gleich nochmal weitermachen. Ach, da sind ja diese ganzen Thronfolger, ne? Genau. So, wir machen eigentlich die anderen Dynastien, beziehungsweise... Also die haben wir jetzt schon alle verheiratet. Fehlt nur noch er hier. Jawohl. Oh mein Gott. Da sind eindeutig viel zu viele Charaktere, die man hier irgendwie verwalten muss. Eigentlich müsste man sie ja noch ausrüsten und so weiter und so fort. Da erwarten irgendwelche Leute Kinder. Das heißt, jetzt müsste man sie auch wieder arbeiten schicken. Haben wir denn jetzt diesen Edelmann? Können wir immer noch nicht. Und fehlt ein bisschen Ruf. Ah, hier können wir auch schon wieder das nächste freikaufen, aber nee, wir wollen erstmal jetzt einen Ruf haben. Ich stelle mal die Geschwindigkeit hoch, ich hoffe, wir kriegen einen Ruf. Ja, doppelte Geschwindigkeit wird ja reichen. Ein bisschen noch. Jemand hat euch gelobt. Jemand hat euch gelobt. Aber andererseits müssen wir ja hier schon wieder... Ah, Fähre hat er doch schon, glaube ich. Jawohl. Wird erledigt. Versuche dir klar zu machen. Da haben wir schon wieder den nächsten Nachwuchs. Er wird immer schlimmer hier. Er hat keine Geliebte, okay. Dann such dir mal eine Geliebte. Hildegard. Ja, nimm den mal. Dann probier mal da dein Glück. Ich bin zur Stelle. Jemand hat euch gelobt. Selbstverständlich. Oh mein Gott, ey. Das ist viel zu anstrengend hier. Jemand hat euch gewünscht, mich zu sprechen. Ja. Also die sind schon mal auch schwanger. Liebste. Genügend Ruf haben wir. Wenn ihr das richtig sehe, dann genau. Beanspruchen wir schleunigst. Verdammt Politik. Die Erlaubnis angebracht, einen neuen das würde mich jetzt mal interessieren, ob wir jetzt hier in dieser... bewerben? Derzeit ist keine Bewerbung möglich. Kann man Stadtdiener sich hier bewerben? Geht im Moment leider auch nicht. Ihr habt nicht genügend Einfluss. Wie viel brauchen wir denn? Ach, 85. Ja, dann müssen wir jetzt eben warten, bis wir 85 Einfluss wieder haben. Dann können wir uns aufs nächste Amt bewerben. Ich weiß nur nicht, wie wir hier diese ganzen, Käse verwalten sollen. Also, ich weiß, da weiß ich wirklich nicht. Andauernde Regenfälle sorgen für Überflutungen.
Aber das macht eben doch keinen Spaß hier, sich um jeden einzelnen Charakter hier um sein Liebesleben zu kümmern. Ja. Und das irgendwie... Also es wird einfach zu viel. Erst ist es zwar ganz witzig, interessant, aber ich bin am Anfang, dass es wirklich zu viel wird. Ja. Ich bin der Meister. Die können zum Beispiel jetzt auch schon wieder noch mehr zeugen. Im Grunde würde man das ja machen, man versucht ja die so stark wie möglich zu gestalten, aber wenn ich hier eine 2 Stunden auf einmal nur noch damit beschäftigt bin, diese Charakter zu betreuen, das ist hier nervt mich das. Ich eile. Hier bin ich. Ja, im Arbeiten sind es auch alle im Moment nicht. Geld kriegen wir irgendwo her, keine Ahnung. So, jetzt können wir aber mal schauen wegen der Bewerbung noch. Stadtdiener. Bewerben. Ja. Ja, ist hier der Hubert. Ich kann gerade nicht. Machen wir mal. Versuch dich mal darauf zu bewerben. Das wäre natürlich cool, wenn wir jetzt hier anfangen, über diese Vetternpolitik weiter nach oben zu steigen und etliche Sachen zu unter den ganzen staatlichen Sachen zu unterwandern. Auch hier können wir weiter uns bewerben. Ja, genügend Menschen in der Dynastie haben wir ja eigentlich. Sorgen wir ja für die ganze Zeit schon. Ist ja hier die Hauptbeschäftigung. So, die könnte auch bei fertig abgeschleppt haben. Was ist mit dir? Ich eile. Ja, die können gleich heiraten. Was gibt es? Hier bin ich. Seid ihr zu Hause? Ich weiß es nicht. Wird erledigt. Ja, sind sie. Dann zeugt euch gleich wieder weiter hier. Von den Stütze gar nicht mal so schlecht. Ist was? Ja, mein Herz. Sie ist noch weiterhin schwanger. Ich bin beschäftigt. Ich weiß nicht, sind die auch ist zu Hause? Was? Könnt ihr euch auch schon wieder... Sie ist irgendwo... Ich kann hier gerade... Ach, er ist am Arbeiten. Ja, geh du nach Hause. Ja. Ja, wunderbar. Natürlich wollen wir freigesprochen werden. Die Meinung der Stadtbevölkerung. Wunderbar. Können sich die Richter nicht gegen wehren? Sie müssen uns freisprechen. Ob das so Sinn der Sache ist, ich weiß zwar nicht. Aber es hat funktioniert. Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, Produktion wurde unterbrochen. Ich weiß nicht wo, was, wie. Die Gebäude hier fallen immer mehr auseinander. Ich weiß nicht. Die Dynastien geben langsam den Geist auf, die gegnerischen. Ja, mein das wird euch sicher. Das funktioniert alles. Ehrmännen brauchen wir nicht. Das haben wir ja ganz am Anfang mal jemanden mit verärgert. Gut. Ja, die können sich auch wieder fortpflanzen. Ausrüsten müssten wir sein, wir auch noch. Ihr wünscht mich zu sprechen? Ich weiß nicht. Abend, was ist das? Jemand möchte eine Abmachung mit euch treffen. Ich bin der Meister. Nicht. Hier bin ich. Feierabend? Was ist euch ein? Wir gehen nach Hause. So gar nicht. Ich kann hier gerade unmöglich hier weg. Bin ich. Jawohl. Ja, das funktioniert. Ich sag ja, wir kriegen hier irgendwie eine Massenbevölkerung. Ihr wünscht mich zu sprechen? Ja, schönste. Wir probieren es einfach. Krank, Flohklage, ja. Wir können ja, gleich aufhören. Ich eile. Ja, schönste. Kannst du? Nein. Dann schleim da nochmal eine Runde. Gut. Bestätigen. Ach ja, was ist mit dir? Komm, versuch dich mal zu verheiraten. Dann fehlt später ja nur noch hier. Oh Gott, dem Allmächtigen. Die guten Szene verlassen. Wunderbar. Ihr wünscht mich zu sprechen. Einmal nach Hause. Sie ihr auch. Wünscht mich zu sprechen. Das geht schnell. So. Gibt's hier noch mehr, wo man sich drauf bewerben kann? Kerkermeister. Oh, das kostet schon mehr Bewerbungsruf. Da müssen wir mal eben natürlich drauf warten.
Wenn wir hier noch Stadtdiener wären, das wäre natürlich schlecht. Wenn wir schon den nächsten... ja, Posten einnehmen können. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Bin bereit. Ein neuer Berufsgrad. Das ist ja mal was. Stufe 7. Inventar ist auch voll. Müssten wir eigentlich verkaufen, meine ganzen Kram. Gehen wir zum Markt. Sie werden erzittern. Und dann müssen wir unseren Dieb natürlich wieder in die Arbeit bringen. Ja, das machen wir noch. Dann kommen wir auch zu Ende dieser. Oh, da haben wir wieder Nachwuchs. Schließen. Schließen. Warum wird er uns jetzt nicht angezeigt? Oh mein Gott. Ein Schneesturm wütet im Land. Gehen wir in den Markt rein. Danke. Und verkaufen den ganzen Kram. Weg. Weg. Und weg. Dankeschön. So. Wollen wir jetzt... oh, die sind jetzt zu schnell. Wir müssen mal eben hier unsere Diebesgilde wiederfinden, dass wir ihn wieder auf Automatik setzen können. Also irgendwie... jawohl. So, danke schön. Er hat das Inventar auch schon relativ voll. Und sieht jetzt voll bis oben hin. Oh mein Gott. Ich sag ja, das ist so viel Mikromanagement mittlerweile. Das ist nicht mehr so angenehm hier beim Spielen. Finde ich. Ich meine, vielleicht sagt jemand, oh super, man ist immer oben mal stark beschäftigt, aber... ach, ihr beehrt mich? Ich finde es doch schon anstrengend mittlerweile. Selbstverständlich. Und habe das Gefühl, ich mache auch nichts anderes. So, das hat alles geklappt. Ja. Sie ist auch schon wieder schwanger. Was macht deine Liebe hier? Selbstverständlich, ja. Was macht deine Liebe hier? Er hat noch nicht mal eine Romanze. Okay. Marin, oder sie. Marin. Hab ich schon mal irgendjemand gegeben? Keine Ahnung. Wer es mit der Marin versucht? So, wir machen auf jeden Fall Ende. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Danke fürs Einschalten. Den nächsten, einen weiteren Titel haben wir ja bekommen. Ah, dann können wir uns hier auch nochmal drauf bewerben. Nein, im Moment sind keine Ausschaltungen. Okay. Ha, er hat aber den Posten gekriegt, der Huckbert. Wunderbar. Das ist natürlich nice. Endlich die Vetternwirtschaft. So, jetzt aber nochmal danke fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.